Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Silberbude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Odyssey. Nicht über die Musik wundern, die kommt, weil der Typ da respawned ist. Erstmal direkt zur Streitfrage des letzten Parts. Von wem die Musik, die ich gleich nochmal abspiele, gesungen wird? Die Musik, über die ich und mein Bruder uns da gestritten haben, ist... die hier. Warte, man muss den Gesang auch ein bisschen hören, damit man die Streitfrage auch ein bisschen nachvollziehen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass das Save Pauline ist und mein Bruder sagte, dass das Peach ist. Ich habe recherchiert und ich mach's kurz. Ich hatte mal wieder recht. Das ist Pauline. Aber mal im Ernst, als ob Peach jemals singen würde. Und der Ohrenkrebs, den ich im letzten Part freigeschaltet habe, lasse ich auch nochmal kurz abspielen, um euch zu verstümmeln. Ach stimmt, hier soll man ja eigentlich anders singen. Nee, aber das ist alt. Glaube ich jedenfalls, ja. Das Problem an dem Sound ist halt, dass er komplett übersteuert ist. Aber jetzt lasse ich die normale Musik abspielen. Irgendwo fliegt ein Vogel hier rum und ich habe den Mondscheinquader ja auch schon aktiviert. Das heißt, es muss ja so sein, dass der jetzt schon rumfliegt. Gibt es irgendein auffälliges X auf der Karte? Hey, mein Herz, wo ist denn der? Es gibt keine auffälligen Xe. Der muss doch schon verfügbar sein. Naja, ist halt später. Warte, wo genau war der? Oh ja. Das ganze Gift, das hier war, ist jetzt natürlich auch... Oh, übrigens. Weg, wollte ich gerade sagen. Hä? Wo fliegt denn der lang? Der fliegt normalerweise ganz anders. Kein Wunder, dass ich den nicht finde. Ich weiß nicht, was das ist. Der fliegt normalerweise anders. Geh mal zur Ladestation. Nee, du triffst mich nicht. Ich versuche jetzt heute wieder einfach im Forstland weiter Monde zu fahren. Und hier ist auch direkt das Cooper Freerun. Hier hat man schon Screenshots im letzten Tag gesehen. Nach unten sehen, nicht nach unten sehen, nicht nach unten sehen. Ja, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Besonders wenn man keinen Fallschaden nehmen kann, lol. Ich dachte ganz kurz, das wäre der Vogel, den ich suche. Ein bisschen um, weil der ist ja glasklar hier lang geflogen. Oder zumindest hier vorbei. Den habe ich schon. Schade, man kann nicht gut vorbeischauen. Naja, dann würde ich sagen, hier in der Nähe, da oben, der ist, den habe ich schon gesehen, aber der kann man erst später bekommen. Aber ich weiß einen. Diese Nuss da ist nämlich neu. Oh, schön instant zerstört. Das ging schnell. Die Nuss im Roboterlagerraum. Dann gehe ich wieder hoch und mache das Cooper Freerunning. Ich bin gespannt. Also ich kenne viele Tricks und Kniffe hier im Land. Weiß aber nicht, wie viele die kennen. Ich rechne jetzt auf jeden Fall nicht mit so einer Platzierung wie im Seeland, aber... Wir sind die Ländersprinter, wie immer. So. Ich werde es auch diesmal anders machen als im Seeland. Sollte ich hier nicht eine gute Platzierung bekommen und ich merke, dass bevor ich im Ziel bin, mache ich das Rennen trotzdem fertig. Es gibt eben einige Tricks, die für eine gute Zeit hier wichtig sind. Besonders große Skips, zum Beispiel das, was ich gerade bereits mache.
wollte das ja nicht neu machen, aber dass Mario Cappy jetzt nicht mehr geworfen hat, war jetzt schon unfair, ne? Da ist ja sogar schon Cooper. Das zeigt, wie schlecht dieser Try ist. Die haben nur... Junge, das kann ich neu starten, weil ich hier nicht mal gewinnen würde. Die haben normalerweise nicht den Hauch einer Chance. Ich meine, so viel kürzer ist der Weg da und lang geht's auch nicht, aber... Junge! Ich hab gehofft, dass ich nicht so ewig brauche hier. Hey, es ist mies, wie kommt man hier gut hoch? Den habe ich ehrlich gesagt gerade beim Zocken erst entdeckt, den Sprung, den ich gerade gemacht habe. Aber ist ja auch gut, dass ich ihn überhaupt entdeckt habe. Das war jetzt, glaube ich, nicht die allerbeste Zeit wegen dem Teil da unten. Mal gucken, wie gut ich damit bin. Oh, wieso habe ich gerade nicht im Kopf, welche Zeit ich gerade hatte? Ich glaube, irgendwie 32 um den Dreh. Und wenn das so ist, dann denke ich, brauche ich schon unter 30 für den Highscore. Obwohl ich diesen einen Jump eben gerade eben erst entdeckt habe, der ganz schön Zeit spannt. Boah, 50.000. Okay, es wird schwierig. Ich dachte eigentlich, dass ich schon noch besser wäre. 17! Wie ist das möglich? Hoffentlich sind da nicht 20.000 solche Suchtis oder Cheater. Kann beides sein. Ich muss auf jeden Fall schneller werden. Der kommt auch auf die Idee, hier lang so zu gehen wie ich. So, das hat auf meinem Privatnutzer 1A geklappt. Wieso geht das auf diesen Nutzer nicht? Damit spart man halt übel viel Zeit. Das war jetzt schon im Arsch. Ich glaube sogar in der Situation ist es echt das Beste, nur einen Sprung. Diesmal hätte es geklappt, wenn Mario gewollt hätte. Boah, das wird auch wieder so ein Part, der nur aus Rage wegen diesem Wettrennen besteht. Kann ich auch wieder knicken. Wieso knallt Mario immer gegen irgendwas? Der Part ist auch schon wieder ein Drittel rum. Bei der Gerade kann man noch ein bisschen schneller sein. Hier überhaupt nicht springen. Das war jetzt das Mieseste aller Zeiten. Als ob der um ein paar Millimeter am Ziel vorbeirollt. Und wenn ich mich neu gestartet hätte, hätte es vielleicht sogar trotzdem gereicht, wenn ich bei der Zeit gerade sehe. Scheiße, diesmal muss ich so... Man muss alles perfekt machen, um wenigstens eine Chance zu haben, habe ich das Gefühl. Mann, ich hätte es schon haben können. Ich finde, das wäre echt schon. Warum hängt er sich jetzt da dran? Sieben
2778. Ich hoffe mal, das reicht. Ich meine, das war jetzt echt nicht schlecht. Außer das Festhalten, das hat übelst die Zeit gezogen. Wenn das nicht jetzt den guten Platz kostet. So oder so, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich einige Plätze besser, das weiß ich, aber bitte wenigstens 20.000. Ich bin gerade so angespannt. Boah, dein Ernst! Warum ist unser Internet so scheiße in den letzten Tagen? Jetzt muss ich einen Cut machen, oder? Oder darf gar nicht erst nachgucken? Hallo? Boah, sowas fuckt ab! Also, ich hab's gerade zum Laden bekommen, aber bevor ich euch zeige, wo ich bin... Hallo, wie kann man so gut sein mit so einem Fehler? Ich bin unter den besten 5600 mit so einem Fehler. Ich mach das jetzt echt nochmal. Vielleicht bin ich dann sogar unter den Top 5000, wenn ich's ohne diesen Fehler mache. Digga! Ich hab gedacht, ich bin knapp in den 20.000. Kam so unerwartet gerade. So geht das nicht mehr. In einem Versuch, der leider nicht ganz geklappt hat, hat der Teil natürlich funktioniert. Und das ist das Einzige, was ich besser machen kann. Mann, jetzt hatte ich nicht mehr die Zeit für ein Rückwärtssalto. Aber irgendwie geht das gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Irgendwie war das ein Bug. Okay, der war cool. Na, das hat's aber wieder zerstört. Das ist nicht dein Ernst. Das wäre so eine geile Zeit geworden. Und dann schafft er es nicht, auf Cappy zu landen. Ich will hier jetzt noch eine geilere Zeit. Mit solchen Fehlern, wie mir in dem Run passiert sind, auf Platz 5593 sein, ist so übertrieben krass, dass ich jetzt auch mal einen fehlerlosen Run will. Dann muss ich ja echt so richtig krass oben sein. Oh Mann, ey! Es kann nicht sein! Die ganzen Stellen haben perfekt geklappt. Und an denen liegt's jetzt. Wieso macht er keinen Seitwärtssprung? Und wetten, wenn ich das dann irgendwie wieder geschafft habe, meinen Highscore zu verbessern, dann kann ich wieder nicht nachgucken, um wie viel. Ich könnte hier gerade alles kaputt machen. Junge, wenn mir sowas nicht ständig passieren würde.
knallt der da irgendwie an die Dinger dran. Können die nicht aus dem Weg gehen? Sicher kriege ich jetzt so eine Vollbremsung ab. Nicht wahr. Ja, wieso passiert sowas? Und dann zieht er sich nicht mal hoch. Ich hatte so einen geilen Highscore. Ich will jetzt auch einen guten Highscore. Ich hab Y gedrückt. Es ist doch einfach zum Kotzen. Es entwickelt sich jetzt doch zu einer kompletten Gruppa-Free-Running-Folge, obwohl es nicht geplant war. Aber ich akzeptiere das jetzt auch nicht mit einem schlechten einen Rekord durch sowas rauszugehen. Alter, diese Runs, die eigentlich perfekt sind und dann an einer Stelle scheitern. Dann ist das eben ein komplettes Cooper Freerunning Video. Kack ich drauf. Wenn ich dafür einen coolen Score habe. Okay, noch ein paar Millisekunden besser, 62 ungefähr. Das war jetzt aber auch wirklich mein letzter Try. Damit dürfte ich sogar unter den Top 5000 sein. Ich will nicht wissen, wie mein Bruder reagiert, wenn er das hört. Top 5000 ist halt schon übel. Ja, 4522. Ich weiß nicht, wenn ich hier 1770 kriegen soll. Ich komm Bett, nee, die ist nicht neu, fällt mir gerade ein. Der da markiert ist, ist die Nuss da oben. Aber ich gehe mal hier in den Challenge-Raum. Ja, hier ist das scharfe Hüten. Warte, ja, das Ding fällt hier runter. Ich habe einen perfekten Unterschlupf für meinen Schäfchen gebaut. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie dort hinbringen. Ah, ich habe keine Ahnung, wie man Schaf hütet. Ich bin echt kein guter Hirte. Ja, und ich bin auch viel besser, ne? Dein Schaf ist erstmal gestorben unter meiner Obhut. Hier basiert es natürlich auch null auf Schnelligkeit oder so, sondern einfach aufbringen, das Schaf in... Alter, ich habe keinen Nerv gerade für sowas. Eigentlich ist diese Mission nicht schwer, wenn man weiß, wie es geht. Und eigentlich weiß ich auch, wie man es machen muss. Aber ich treffe einfach nicht. So, das Despawn wird direkt gerichtet. Hier ein Hit rein. Man bleibt doch ruhig stehen, wenn ich dir... So einen tollen Tod hatte ich heute auch noch nicht. Ich bin gesprungen, habe Cappy geworfen und so bloß mit Treppen gemacht. Achso, ich wusste gar nicht, dass man das Ding so auch antreiben kann. Naja, war eine gute Richtung, also meinetwegen. Wenn das Ding mal über... Ich hab echt keinen Nerv für sowas jetzt. Ja, stimmt, gute Idee. Spring doch direkt wieder runter. Und natürlich auch. Na doch. Mann.
Diese Mission hat auf meinem Privatnutzer so gut geklappt. Das Ding will aber auch runterfallen. Es will! Es rennt sogar freiwillig runter. Das hat man gerade gesehen. Und jetzt rennt es einfach. Boah, du bist das größte Stück. Irgendwie glaube ich, das ist ein anderes Schaf. Weil das Schaf war kein komplettes Stück Scheiße auf meinen Privatnutzer. Es hat ein bisschen kooperiert und wollte nicht sterben. Ich glaube, das Ding kann wenigstens nicht von selber runterrennen, wenn es gerade nicht auf einem Zaun ist. Was die Sache deutlich erleichtert, wenn es der Fall ist. Ich nehme alles zurück. Schafe sind die dümmsten Tiere auf unserem Planeten. Das Ding begeht einfach Suizid. Mann, beeil dich. Und dann gibt es natürlich noch einen Geheimmond mit demselben Prinzip. So, hierhin. Nicht runterrennen, Drecksviech. Komm, jetzt kann doch nichts mehr schief gehen. Jawohl, da ist das Ding. Ich finde aber auch zum Glück den Geheimmond nicht mehr unbedingt schwerer. Wie soll ich nur mein Schaf an den Ort bringen, an dem es großgezogen werden soll? Kannst du mir vielleicht zeigen, wie ich das am besten mache? Selektion muss ich damals in der Schafhirtenschule verschlafen haben. Seit wann schlafen Roboter? Nur so mal als kleine Frage. Und das Ding hier schafft halt auf Zeit einen Pfad, was das Komplizierte daran ist. Oder eigentlich sein sollte. Als ob ich das jetzt so scheiße schnell schaffe. First try das Geheimschaf. Schafe hüten auf der Stahlbrücke. Also, ich denke im übernächsten Part kommt die Abreise. Unglaublich, hast du schon mal über eine Karriere als Schäfer nachgedacht? Nein, und ich will auch keine Karriere als Schäfer machen. Wenn die Viecher so nerven. Aber da ist der Fisch. Ich tippe mich mal hier hin. Die Lust, die ihr ja gerade gesehen habt, die gab es schon immer da. Also nicht wundern. Stimmt, der zweite. Da ist ein Mond. Den habe ich irgendwie letztes Mal total komisch geholt, muss man aber gar nicht. Hier fast direkt ist was. Ah, dieses Tic-Tac-Turnier. Und zack, aufgegessen. Ich weiß auch für ein Tic-Tac-Turnier was. Diese Noten, da braucht man Setzling. Auch wenn ich nicht weiß, wo hier da ist. Ah, da, direkt. Aber bevor ich das mache, ich glaube sogar die Nuss, da ist noch die Noten. Oh, da ist ein Feuerbruder, den brauche ich auch hier in der Nähe. Ah, schade, ist nicht neu. Ich mache erstmal das mit dem Setzling, weil mit dem kann man da ja auch wieder hoch. Wenn man den Setzling hat, sind die Noten echt nicht schwer. Wenn man ihn nicht hat, dann ja. Es ist sogar möglich, aber übel schwer. Als ob das war doch. So. Notenjagd streckt dich, habe ich schon. Dann gönne ich mir den Feuerbruder. Hi. Hallo, hallo, hallo. Den Typen gucke ich gleich mal, ob der irgendwas Wichtiges sagt.
Wenn man dieses Feuer anmacht, bekommt man einen Mond. Schön heiß vom Lagerfeuer. Sogar Schnackierchen hat Angst. Alles klar, der Typ schlägt nach Schnackierchen. War ein Versehen. Der Vogel ist gar nicht in der Nähe, oder? Wäre halt auch gut zu wissen, welches X der ist. Hier habe ich eine Vermutung. Ja. Dieses X hier. Ihr seht's. Ich teleportiere mich einfach mal hier hoch. Ich weiß auch, wo Peach hier in der Welt ist. Und das ist halt auch... Oh, ich bin an einem anderen Ort, als ich dachte. Hier. Wie gesagt, dachte ich, ich werde direkt da runter am Checkpoint. Also... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann ja. Den Mond da unten habe ich ja bereits geholt. Hier ist noch ein Challenge-Raum. Dann mache ich den nochmal. Ich habe ne. Nee, der war. Der, an den ich gerade denke, war in einer anderen Welt. Oh, der hier. Von dem gibt es eine schwere Version. Und das ist mein Hass-Bonusraum in dem Spiel, die schwere Version. Mit Cappy geht das Ganze ja voll klar. Weil mit Cappy kann man wirklich das ganze Gift bereinigen. Bloß, dass die Wege dann halt unsichtbar sind, aber wenn man ungefähr weiß, wo man lang muss. Und das ist halt wie mit diesem komischen Raketenraum. Rumpelpistis, da glaube ich, ich muss die Konsole einmal neu starten. Und ja, also, das ist wie mit der Rumpelpiste, bloß ist das hier ohne Cappy schlimmer. Der Geheimmund ist auch in beiden derselbe, und zwar ist der hier drüben. Hier ist natürlich ein unsichtbarer Weg. Dann kann man sich hier den Mond graben. Unsichtbarer Pfad, versteckter Raum. Und man sollte, wenn man Camp hier hat, auf jeden Fall etwas früher springen. Ja, scheiße. Ja, chill, Camp hier. Ich verfütter dich schon noch nicht. Noch brauche ich dich. Mit der Betonung auf noch. Hier sind nirgends Lücken. Hier muss man keine Angst haben, wenn man kein Cappy zur Hand hat. Junge, als ob ich hier jetzt sterbe, ne? Oh, ich dachte, das Ding spuckt vorher. Okay. Dadurch wird dann dieser Mond befreit. Und stellt euch das mal ohne Cappy vor. Ich glaube, dann weiß man, was ich daran so hasse. Aber ich würde dann sagen, im nächsten Part geht's weiter in dieser Welt. Bis dann und ciao. Noch wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich guck noch nach irgendeiner... Oh, was ist denn das? Nach irgendeiner Verabschiedungsmusik. Also, wenn es euch gefallen hat, ciao. Bis zum nächsten Mal. Mario sagt auch Tschüss und verpisst sich in die Röhre. Bis dann. Ich sagte bis, Junge. Dann.